Friends, willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ja, es kam ja jetzt, glaube ich, schon was länger kein Vlog mehr. Zumindest habe ich schon lange keinen Vlog mehr aufgenommen. Und deswegen werde ich diese Woche nochmal so einen Weekly Vlog drehen. Ja, ich weiß noch nicht so ganz, was diese Woche alles so ansteht. Aber ja, wird einfach so ein gemütliches Zuhause vloggen. Und ja, ich habe übrigens, weil ich das ja mal in meinem letzten Video angesprochen habe, dieses Animal Crossing Wild World Let's Play aufgenommen. Eigentlich sogar schon zweimal. Aber jedes Mal konnte ich das nicht richtig filmen, weil das zweite Mal hat es zwar geklappt, aber dann war die Aufnahme einfach verschwommen, weil er den Fokus nicht auf dem Display von dem DS hatte, sondern halt auf irgendwas anderem. Und das ist sehr blöd und jetzt muss ich das nochmal drehen und jetzt gerade habe ich halt auch wirklich so gar keine Motivation mehr, was ein bisschen doof ist. Aber ja, vielleicht werde ich das diese Woche auch noch filmen. Ja, meine Animal Crossing New Horizons Stadt, die dauert auch noch ein bisschen, bis ich die filmen kann, weil ich bin halt noch im Baumodus. Vielleicht kann ich ja da auch mal was filmen, falls ihr Lust habt. Aber ja, sonst ist eigentlich alles super. Was ist denn das bitte mit dem? Ja, ich habe heute auf jeden Fall Spätschicht. Das heißt, ich komme heute Abend erst wieder gegen 9 nach Hause. Und dann darf ich noch ganz viel Hausarbeit machen. Ich muss auch gleich noch unbedingt die Wäsche aufhängen, weil die steht schon 2 Tage in meiner Küche rum. Und ich habe leider so einen schlimmen Tick, dass ich meine Wäsche... Jedes Mal sage ich mir, ja, okay, ich hänge die dann auf, ich mache das dann, ich bringe die dann runter, ich bringe die dann in den Trockner. Ja, und im Endeffekt steht die dann halt ein bisschen zu lange rum und riecht halt dann schon so muffig, wisst ihr, was ich meine? Das ist richtig, richtig schlimm. Vor allen Dingen, eigentlich, ich wohne ja im Erdgeschoss. So, ich wohne schon im Erdgeschoss, muss nur eine Treppenstufe nach unten gehen in den Keller. Ich mach's halt trotzdem nicht. So, es ist sehr, sehr schlimm. Dann habe ich bei meiner besten Freundin gesehen, die macht ja auch YouTube-Videos. Grüße gehen raus an Javanna. Da habe ich ein cooles Video gesehen. Sie hat so auf ihre alten Videos reagiert. Und ich habe letztens auch nochmal so ein paar alte Videos von mir geguckt. Und das war sehr cringe. Und deswegen dachte ich mir, wir schauen uns auch mal unsere, also meine alten Videos an. Aber die kennt ihr ja bestimmt auch schon. Und wir reagieren mal so ein bisschen da drauf. Und ja, das wird aber dann wahrscheinlich ein extra Video sein. Aber die Idee fand ich sehr cool. Deswegen Shoutout an Javanna. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ich habe mir vorhin die Kamera geschnappt und dachte mir, ich will voll viel erzählen und jetzt weiß ich gar nicht mehr, worüber ich eigentlich alles reden wollte. Aber ja, momentan bin ich so ein bisschen auf dem Trip. Ich will unbedingt meine Haare lang wachsen lassen und gesund bekommen und ich bin am Überlegen, weil ich halt, falls ihr das sehen könnt, immer mal wieder so ein bisschen, ja, wackes Haarwachstum habe. Also bei mir ist es leider in der Familie, dass wir nicht großartig dicke Haare haben. Also was heißt nicht dicke Haare, aber so viele Haare. Also dicke Haare habe ich eigentlich schon, aber ich habe halt wenig Haare. Das hat auch meine Friseurin gesagt, als sie mir den Pony gemacht hat. Ich meinte, ich habe hier vorne in dem Bereich sehr wenig Haare. Und ich habe bei der lieben Mary Bö, kennt ihr vielleicht auch, habe ich gesehen, dass sie momentan so eine Rizinusöl-Zahnpasta... Zahnbürstentechnik macht. Also im Prinzip macht man Rizinusöl auf die Kopfhaut und massiert das so mit der Zahnbürste ein bisschen ein. Und ich überlege, ob ich das jetzt vielleicht auch mal ausprobieren soll. Weil schaden kann es ja eigentlich nicht. Deswegen kaufe ich mir wahrscheinlich nachher mal in der Apotheke Rizinusöl. Weil es muss nämlich bestimmtes Rizinusöl sein. Es gibt nämlich 2 verschiedene Arten von Rizinusöl. Wir bei DM verkaufen zum Beispiel nur das Rizinusöl zum Abführen und nicht das für die Haare. Das frage ich nämlich die Kunden dann auch immer, wenn so junge Mädels zu mir ankommen und nach Rizinusöl fragen, dann fragen die das nicht, weil die das für die Verdauung haben wollen, sondern weil die das meistens für die Haare haben wollen. Aber ja, ich muss mal gerade gucken, was denn der Dipper hier macht. Dipper? Der hat nämlich irgendwie so ein Fable, dass der super gerne in die Küche geht. Er weiß es schon ganz genau, dass ich den nicht wieder rausschicken würde. Ja, ich mach mal gerade den Schrank zu. Ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt dann, glaube ich, auch mal die Wäsche aufhängen. Lol, da steht einfach der Vater von meinem Ex-Freund, mit dem ich vor, keine Ahnung, 6 Jahren zusammen war. Ich will nicht, dass der weiß, wo ich wohne. Ja, auf jeden Fall, das hat mich gerade abgelenkt. Auf jeden Fall gehe ich jetzt Wäsche aufhängen. Bis später. Guten Morgen, liebe Freunde.
ich habe mich gestern Abend nicht mehr gemeldet, weil mein Freund noch vorbeikommt und ich hatte ja sowieso Spätschicht und deswegen, ja, haben wir halt einfach nur noch einen Spaziergang gemacht und sind dann schlafen gegangen. Hat echt gut getan, einfach mal zu reden und so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, weil ich habe momentan ja auch voll die Schlafprobleme. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich schlafe einfach gefühlt gar nicht, wie man mir das vielleicht auch eventuell ansieht. Hey Friends, ich bin's aus der Zukunft. Mir ist nämlich aufgefallen beim Schnitt, dass ich die falsche Sequenz gelöscht habe. Weil eigentlich hatte ich in diesem kleinen Snippet noch ein bisschen mehr geredet. Ich habe den nämlich nochmal ein zweites Mal aufgenommen. Den habe ich aber, wie gesagt, leider gelöscht. Was ich euch noch erzählen wollte, war, dass ich mir bei DM ein paar Sachen gekauft habe und die werde ich euch in der nächsten Sequenz auch zeigen. Deswegen, ja, damit das alles ein bisschen mehr Sinn macht, dachte ich mir, werfe ich das nochmal ganz kurz dazwischen. Okay, tschüss, viel Spaß beim Gucken. Und zwar habe ich mir hier dieses Melatonin-Spray gekauft. Das wollte ich mal ausprobieren, das hat mir eine Arbeitskollegin empfohlen, weil ich ja, wie gesagt, nicht so gut einschlafen kann. Und ich habe mir dieses CBD-Öl gekauft in 10%. Ich weiß nicht, ob ich das so gut vertragen werde, weil ich ja halt das eigentlich nicht vertrage. So. aber das ist halt THC-frei, deswegen denke ich mal, dass mein Körper da nicht so drauf reagieren wird. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil ich ja, wie gesagt, immer diese tauben Hände in der Nacht habe und generell halt einfach voll die Schmerzen. Also mein ganzer Körper tut inzwischen einfach nur noch weh. Ich habe extreme Rückenprobleme, also ich kann mich nicht mehr bücken. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Hexenschuss ist oder ein Bandscheibenvorfall. Es gibt ja auch Leute, die Bandscheibenvorfälle in jungen Jahren haben. Aber ja, das wollte ich mal ausprobieren. Okay. Ja, es steht halt drauf, dass es nicht zum Verzehr geeignet ist, sondern ein Aromaöl. Aber das müssen die halt einfach nur draufschreiben. Soweit ich weiß, kann man das einnehmen. Hallo? Fokussieren? Heute nicht, oder was? Ja, auf jeden Fall habe ich mir das geholt. Das war auch voll teuer. Das gibt es bei DM für 50 Euro. Und dann habe ich mir noch Rizinusöl gekauft. Ich habe euch ja erzählt, dass ich jetzt so ein bisschen mal meine Ansätze bearbeiten möchte und meine Kopfhaut, deswegen habe ich jetzt auch meine Haare nicht gewaschen, die sind jetzt noch so fettig. Ich probiere es gleich mal aus und dann, ja, zeige ich euch das mal, wie ich das jetzt mache. So, ich habe mir das Rizinusöl hier gekauft aus der Apotheke. Ich habe einfach gefragt nach kaltgepresstem Rizinusöl, weil wenn es kein kaltgepresstes Rizinusöl ist, ist es eigentlich meistens eher so zum Abführen. Das habe ich ja, glaube ich, auch gestern schon erzählt. Ich kann mich nur daran erinnern, weil ich hatte mir schon mal Rizinusöl gekauft, habe das aber einfach nicht regelmäßig angewendet, weil ich ein Otto bin und dann ist das halt abgelaufen, weil es ist jetzt auch nicht ewig haltbar. Ja, aber jetzt möchte ich das halt halbwegs regelmäßig durchziehen. Ich habe mir so eine weiche Zahnbürste gekauft, die irgendwie gar nicht so weich ist. Aber das sollte schon funktionieren. Ich nehme mal gerade eine Schüssel oder so. Okay, ich habe mir jetzt ein Glas geholt und da fülle ich das jetzt einfach mal ein bisschen rein. Okay, das ist echt sehr dickflüssig. Lecker. Da gehe ich jetzt mit der Zahnbürste mal so ein bisschen rein. Ja, und das verteile ich jetzt mal so auf meinem Ansatz und versuche das so ein bisschen. Okay, das ist absolut eklig, weil das übelst klebrig ist. Oh mein Gott, ist das klebrig. So krass hatte ich das nicht mehr in Erinnerung. Aber ja, damit bürste ich jetzt mal so meinen Ansatz durch. Zumindest da, wo ich, wie gesagt, das Gefühl habe, dass meine Haare so ein bisschen dünn geworden sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch einfach daran liegt, dass ich momentan übelst wenig schlafe und mich irgendwie gefühlt nur von Müll ernähre. Weil, ja, ich komme halt irgendwie zu nichts mehr. Ich komme nicht zum Kochen, ich komme nicht zum irgendwas machen. Okay. Ich
Ich muss mir da irgendwas noch einfallen lassen, weil, wie gesagt, das ist sehr, sehr dickflüssig und ich krieg das fast gar nicht richtig verteilt. Jo, und das ist auch übelst klebrig. Boah, Leute, wenn ihr wisst, wie klebrig dieses Zeug ist, ne? Ich massiere das jetzt einfach mal so ein bisschen ein. Oh, ich hoffe, wir müssen gleich die Kameras nicht mehr einschalten. Gedienst, Ravie. Scheiße. Peace. Ich habe das jetzt versucht, mal so ein bisschen in meinen Ansatz einzuarbeiten. Aber Leute, das ist echt schwieriger als gedacht. Also ich überlege, ob ich das vielleicht beim nächsten Mal mit einem anderen Öl irgendwie mische. Aber ich weiß halt nicht so ganz welches. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich gleich meine Kamera einfach nicht mehr einschalten muss. Aber ich glaube, ich wicke mir jetzt ein Handtuch auf den Kopf, dass das einfach nochmal ein bisschen wärmer wird und ja. Nebel. ja, und dann sehen wir uns später wahrscheinlich wieder, wenn ich duschen war. Und dann gucken wir mal, wie sich meine Haare anfühlen. Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, wieder rauszubekommen. Aber ja, wir werden sehen, ne? Soll ich euch auch mit Rizinusöl bearbeiten? Ich hab den Dipper vorhin hochgehoben, der ist noch ein bisschen böse auf mich. Der Dipper! Hey Friends, es ist jetzt Mittwoch. Ich habe wieder Spätschicht. wollte mich aber noch mal ganz kurz melden, weil ich habe ja gestern das Rizinusöl verwendet und euch von dem CBD-Öl erzählt. Ja, ich habe auf Instagram noch mal nachgehört wegen dem CBD-Öl, wegen Erfahrungsberichten und so weiter. Und irgendwie verwirrt mich das alles auch noch ein bisschen, weil manche sagen, das ist nicht zum Verzehr geeignet, das ist nur ein Aromaöl. Und manche sagen, man kann das ruhig auch einnehmen, weil was wäre sonst auch der Sinn dahinter? Ich werde das wahrscheinlich trotzdem einnehmen, auch wenn es jetzt draufsteht, dass es nicht zum Verzehr geeignet ist. Ich glaube, das hat auch was mit der Rechtslage zu tun. Aber ja, ich werde das trotzdem mal ausprobieren am Wochenende, wenn mein Freund da ist, weil ich habe halt doch noch ein bisschen Respekt davor, weil ich halt in meiner Vergangenheit eine ziemlich beschissene Erfahrung gemacht habe und ja, dadurch halt recht schnell in Panik verfalle, gerade wenn es halt um diesen Wirkstoff geht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das einfach mal ausprobieren, weil halt doch auch viele berichten, dass es bei Rückenschmerzen helfen soll und generell bei so Unruhe und Schlafproblemen und so. Ich habe jetzt gestern aber tatsächlich, beziehungsweise halt diese Nacht, relativ gut geschlafen, weil ich habe dieses Melatonin-Spray nochmal benutzt, was ich mir jetzt auch gekauft hatte bei DM. Und ja, das hat ganz gut geholfen, habe ich das Gefühl. Ich habe zumindest ganz gut durchschlafen können, also zumindest halbwegs. Ich bin, glaube ich, nicht so oft wach geworden wie sonst, aber ja. Ich werde das trotzdem mal ausprobieren mit dem CBD-Öl und ja. Gestern kam übrigens noch meine neue Kamerahülle, kann man das so sagen, an. Ich zeige die euch mal. Ui, sieht man das? Das ist halt so eine braune Ledertasche. Da gibt es halt dann noch so einen Aufsatz für. Genau, das kommt dann theoretisch darüber. Das ist mit so Druckknöpfen. Finde ich ganz cool, weil so kann ich die Kamera halt mir umhängen und habe halt keine Angst, dass da was passiert. Es ist ein bisschen unpraktisch, weil ich wollte halt das Braune, was jetzt um die Kamera ist, eigentlich ganz gerne dran lassen. Ich hoffe auch, dass es nicht irgendwie mikrofontechnisch was beeinflusst. Ich weiß aber auch nicht, wo hier das Mikrofon von der Kamera selber ist. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ja, kann ich die halt leider nicht so mit dieser Hülle um die Kamera rum auf mein Stativ schrauben, weil da halt noch diese Druckknöpfe sind. Das ist ein bisschen blöd konstruiert, weil wären die einfach ein bisschen weiter auseinander gewesen, dann hätte es auf jeden Fall funktioniert. Aber das ist ja jetzt auch nicht so dramatisch. Dramatisch, oh Gott. Sorry. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die kommende Zeit, gerade mit dem Rizinusöl, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass gerade hier und halt hier so an den Seiten meine Haare echt dünn geworden sind. Und die sind auch immer noch ein bisschen fettig, habe ich das Gefühl, weil ich habe das anscheinend nicht richtig ausgewaschen gestern. Aber es ist nicht so schlimm, weil ich trage meine Haare meistens sowieso zu auf der Arbeit und
Ja, schadet ja nichts, wenn es dann ein bisschen länger drauf ist. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal der Stand der Dinge und was ich so ausprobieren werde. Ich werde euch da auch auf jeden Fall berichten, weil ich habe, wie gesagt, auch ziemlich viele positive Erfahrungsberichte auf Instagram bekommen. Ich habe auch überlegt, ob ich mir das vielleicht dann täglich so in den Tee tropfe. Habe ich auch gehört, dass das ganz gut sein soll, so zur Einnahme. Aber ich werde mich da mal reinfuchsen. Vielleicht vertrage ich es ja, wie gesagt, auch einfach gar nicht. Und ja, ich gehe auf jeden Fall jetzt arbeiten und wir sehen uns dann, sobald es wieder irgendwas Spannendes zu erzählen gibt. Bis dahin. Oh, ich bin eine Sau. Oh. So, Freunde, es ist heute Samstag, ne? Ja. Ich werde jetzt meine Haare färben, weil ich irgendwie noch mal was Neues haben möchte. Und ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich sie nicht wieder ein bisschen dunkler färben soll. Sie sind ja momentan rot, am Ansatz ist es mehr oder weniger rausgewachsen, meine Naturhaarfarbe. Und hier unten sind die immer heller. Ich werde die nur mit so einer Tönung färben und ich weiß, dass diese Tönung sich eigentlich ganz gut auswäscht, also in ein paar Monaten. Wahrscheinlich Richtung Sommer werde ich sowieso wieder dieses helle Orange haben. Deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus. Ja, wahrscheinlich werde ich trotzdem ein bisschen weinen um meine Haare, aber das wäre auch nichts Neues eigentlich, ne? Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz. Meine Waschmaschine läuft im Hintergrund. Ich färbe nämlich mit der hier. Also ich denke mal, es wird nicht ganz so dunkel. Hoffe ich zumindest irgendwo. Wir werden sehen, wie hell-dunkel das wird. Ich lasse es auch nicht ganz so lange drauf. Ich will einfach nur, dass es ein bisschen grundsätzlich dunkler wird und halt ein bisschen ins Bräunliche geht, aber halt immer noch den Rotstich hat. Wird es wahrscheinlich auch behalten, weil ich halt diesen roten Unterton habe, aber Schiss habe ich trotzdem. Ich mache das jetzt aber, glaube ich, mal off-camera, weil ich habe hier im Badezimmer kein Stativ und werde wahrscheinlich sowieso so schnell und unordentlich arbeiten. Das will keiner sehen, deswegen sehen wir uns bei dem Ergebnis wieder. Ausnahmsweise. So, Freunde, das ist jetzt das Ergebnis. Es ist tatsächlich nur ein bisschen dunkler geworden. Mein Ansatz hat es leider nicht so krass mitgenommen. Also im Echt ist es auch nochmal ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie erkennen kann. So hier ist es irgendwie auch am dunkelsten geworden. Also es ist nicht super krass geworden. Ich hatte auch ein bisschen Schiss. Ich habe es auch nicht ganz so lange einwirken lassen. Aber so an sich ist es doch jetzt erstmal ganz nett. Ja, aber ich werde wahrscheinlich sowieso wieder orange drüber machen, weil ich habe mir auch vor kurzem erst noch eine frische Flasche Illumen gekauft. Und das wäre halt voll schade, wenn ich die jetzt nicht weiter benutzen werde. Ja, ich wollte einfach nur noch mal ein bisschen was Dunkleres. Und in echt ist es auch viel dunkler als jetzt hier in der Kamera. Ich werde an dieser Stelle den Vlog auch erstmal beenden, weil ich ja, jetzt nichts mehr zu erzählen habe. Das CBD-Öl habe ich noch nicht ausprobiert, aber das Melatonin-Spray, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Man muss nur den Anwendungshinweis ein bisschen ignorieren. Also ich habe halt mehr als einen Pumpstoß genommen. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 genommen. Ja, und dann kannst du auch eigentlich wirklich die ganze Nacht schlafen, das ist ganz nett. Ja, zu dem CBD-Öl werde ich dann wahrscheinlich im nächsten Vlog nochmal ein bisschen mehr berichten. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr jetzt zu der Haarfarbe sagen werdet. Wie gesagt, das wird sich eh noch rauswaschen und danach werde ich wahrscheinlich wieder genauso ginger sein wie vorher. Ja, und das war's auch schon. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao.